Wir erleben gegenwärtig in vielen Bereichen einen rasanten technologischen Fortschritt. Im Bereich der Elektromobilität führt das immer noch zu Unsicherheiten und das vielleicht beste Beispiel ist dabei die Ladeinfrastruktur. Als neutraler Technologieverband mit einer über 125 Jahre währenden Geschichte sehen wir es als unsere Aufgabe an, diesem Zukunftsthema eine besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Für unsere Studie haben wir Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft zu ihren Erwartungen und Einschätzungen zum Antriebsportfolio der Zukunft befragt. Mit der VDE-Studie möchten wir zudem unterstreichen, wie wichtig der Dialog zwischen Ökonomie, Ökologie und der Gesellschaft ist. Sowohl Politik als auch Industrie sind den Menschen in unserem Land verpflichtet und sollten sie daher bei ihrem Handeln stets in den Mittelpunkt stellen.